Gut. Gut, Chat will mich nicht belästigen heute. Chat will einfach sehen, wie ich sterbe. Ist besser mit dem. Macht zwar nicht so viel Schaden auf jeden Einzelnen, aber dann hauen sie mich nicht kaputt im Nahkampf. Mehr Mana Rack. Außer mein Begleiter lacht über deren Angriffe. Stufe 24. Von mir. Bringt den Gidim zum Ormus zurück. Sofort. Ich muss erst alles abschlachten, was in diesem Dorf ist. Wobei ihr bestimmt nette Gesellen seid. Ihr habt bestimmt nette Geschichten zu erzählen und ihr habt ein soziales Gefüge oder sowas. Guten Abend, Rob. Ja, und hier ist auch der Schinder-Dungeon, da müssen wir eh runter im Moment. Dann lass uns das Portal eben machen. Ich glaube... Ormus war hier, der Typ, oder? Nee. Dann war Ormus der ganz links. Hallo? Guten Tag. Oder er war's. Ihr habt eure Sache gut gemacht, edler Held. Ormus gratuliert euch. Die alten Geister der Skatium werden über euch wachen, weil ihr die heilige Klinge zurückgebracht habt. Nach all den Jahren wird Ormus wieder seine Macht einsetzen, um Unschuldige vor dem Schatten zu beschützen. Der Zauber, der den Hafen schützt, soll wieder erstarken. Gerne. Jetzt, wo weniger Eisenwölfe gebraucht werden, um die Docks zu bewachen, haben sich einige freiwillig gemeldet, euch ohne Lohn zu begleiten. So ein Unsinn. Hallo.
nur einen Sockelgegenstand. Und der ist unnütz für mich. Was kann ich für euch tun? Gute Nacht, Rasputin, falls du jetzt gehst. Und nicht gute Nacht zu irgendjemand anderen sagst, den ich gerade nicht sehe. Zuerst halb zwölf. Dieser Zauberring nützt mir nichts. Hier, tragt ihn mit Stolz. Aus dem Kaugummiautomaten oder was? Angriffskraft, also das einzige ist die Giftdauerreduktion auf dem, die mir Sinn, also die für mich Sinn macht. Ich bin Hacke und lass den Stream jetzt zum Schlafen an. Was? Was? Moment, da müssen wir jetzt die harten Themen rausholen. Zum Beispiel. Lass uns doch über die Promillegrenze reden in Deutschland. Ab wie viel Promille denkst du, bist noch in der Lage, eine 5-Zentner-Kuh zu fahren? Alk am Steuer, null Toleranz. Selbst wenn du die Kuh reitest? Auch bei Blühen, bei Kühen. Ja, Alk am Steuer ist echt kein Spaß. Jegliches Genussmittel am Steuer ist schlecht. Auch Cannabis, auch LSD, auch alles andere. Das geht nur so lange, also das findet man nur so lange okay, bis man selbst mal in einen Unfall verwickelt ist und dann schuld ist auf Alkohol, also weil er betrunken war und deshalb nicht vernünftig reagieren konnte. Und dann haftet das an dir für ein Leben lang und das ist es halt nicht wert. Die plus 29 Mana sind nicht verkehrt. Na, Kaffee ist ein legitimes Mittel. Bekannter von mir sitzt im Rollstuhl, weil er auf seinem Motorrad von einem Angetrunkenen umgeholzt wurde. Da ist nochmal mit dem, also mit Motorradfahren ist das nochmal irgendwie ein anderes Problem. Also nicht nur, dass jemand, wenn er betrunken ist, den Motorradfahrer umholt, sondern dass Motorradfahrer halt häufig auch nicht gesehen werden und die Leute das nicht einschätzen können, wenn die selbst nie Motorrad gefahren sind. Ich finde eigentlich, man sollte beim Führerschein erstmal mit Zweikraftrad anfangen und dann irgendwann Auto fahren. Ja, alles wird noch teurer dann so gesehen. Aber ich finde, es ist ein ganz guter Einblick da drin, was so ein Motorrad kann und wie schnell das einfach mal vorm Auto stehen kann. Ich will jetzt nicht sagen, dass dein Kollege irgendwie schuld daran gewesen wäre oder so, aber ich finde, dass Autofahrer da immer ein bisschen, also wer nur Auto gefahren ist in seinem Leben, immer ein bisschen sehr
unvorsichtig sind bei Motorradfahrern. Mir ist ja früher ein Kollege am Nürburgring gestorben. Das ist selbstverschuldend gewesen, das war ohne Einwirkung von anderen. Ja, ich habe auch einen 125er Schein gemacht. Mit 16. Da habe ich eine Yamaha TDR gefahren. Zwar auf 80 gedrosselt erst. Aber es ist halt schon was anderes. Ich finde es auch einfach an. Also ich finde. Autofahren ist so langweilig. Es tut mir sehr leid, wenn Leute Autofahren mögen, aber du drehst einfach nur ein Rad und das Auto fährt dann einfach in die Richtung, in die das Rad gedreht wurde. Ne, ich hatte Yamaha TDR, die wird nicht mehr produziert. Das ist so gesehen damals, zu meiner Zeit, einer der größeren Maschinen. Also von der Bauart war das halt eine Enduro und das war halt eine sehr große Maschine. Weil ich ja, man sieht zwar nicht, damals vielleicht noch so über 1,90 war, ich bin ja schon ein bisschen geschrumpft, wollte ich was haben, wo ich ein bisschen hoch sitze. Ich habe die auch immer noch in der Garage meiner Eltern stehen. Aber ich bin seit Ewigkeit nicht mehr gefahren, weil die muss auch fit gemacht werden. Ich müsste jetzt nachgucken, ich weiß nicht, wie die DT ist. Also wenn ich die sehe, habe ich das bestimmt schon mal gesehen. Ich weiß nur, dass meine halt nicht mehr produziert wird. Dass es die halt nicht mehr gibt. Aber ich wurde immer von den ganzen richtigen Motorradfahrern, die einen offenen Führerschein haben, gegrüßt, weil die TDR so groß aussah. Und die, ich glaube die 250cc-Version davon, die sah eigentlich genauso aus. Man konnte die nicht richtig unterscheiden, wenn man frontal auf jemanden zufuhr, weil die genau gleich waren von den Bauarten. Aha, habe ich alle genatzt. Obwohl ich nur Kleinkraftradfahrer war. Es kommt nicht aufs Auto drauf an. Alle Autos sind da gleich. Es ändert sich nur, wie stark das Lenkrad vibriert, wenn du schnell fährst. Roller sind die Ausgestoßenen. Das ist übrigens das Witzige, dass alle. Also ich habe früher auch meine Kollegen, die halt Roller gefahren haben, waren die Ausgestoßenen. Aber die Leute, die Mofa gefahren sind, die wurden wieder akzeptiert. Die an so eine alte Herkules oder sowas gefahren haben. Ja, meine Mofa-fahrenden Kollegen, ey, die sind in jedem Zustand Mofa gefahren. Aber sonst, die ganzen Rollerfahrer, die... Das waren bei uns halt die Russen und Polen und sowas, die haben alle Roller gefahren und fanden das dann total geil und haben ihre Reifen eingesprüht mit irgendwelchem Zeug, damit die besser glänzen, wo dann aufgefallen ist, dass sie dadurch die Kurve nicht mehr fahren können, weil das Zeug dafür gar nicht ausgelegt war. Und all so ein Unsinn. Für mich war es alles Rasenmäher. Ein Roller hat keinen Sound. Ein Roller ist halt ein Witz.
WD-40 auf Reifen, gute Idee. Ich weiß nicht, was die da drauf gesprüht haben damals. Das hat mich nicht interessiert. So, jetzt war der Abstieg, aber ich will ein bisschen clearen. Ich vermisse das schon sehr. Ich glaube, ich hole mir... Also entweder mache ich meine Maschine fit oder ich hole mir irgendwann nochmal eine kleine. Vielleicht nächsten Sommer. Vielleicht kriege ich bis nächsten Sommer meine Finanzen so gut in den Griff, dass ich wirklich in der Lage bin, auch mal wieder eine kleine Maschine zu fahren. Ich passe auch noch in meine alte Ausrüstung. In meine Motorradklamotten. Okay, die Hose ist vielleicht doch ein bisschen eng geworden mit der Zeit. Ich habe halt jetzt inzwischen ein maskulineres Becken. Eine Motorradjacke passt mir immer noch. Ohne Probleme. Honda NC750. Ich google mal kurz. Ja, ich muss dir sagen, das ist schon ein bisschen Opa-Bike. Aber es ist total egal. Ich würde mir auch einfach eine Chopper holen oder sowas, sowas zum Rumtuckern einfach. Der Verbrauch von 3,5 Liter und das Staufach ist einfach... Ja, du hast halt heute andere Ansprüche. Ein Staufach ist für dich heute wichtiger als früher. Ja, das ist auch vollkommen in Ordnung so. Ich sage es mal, als wir jung waren, dann kamen die Leute um die Ecke, so irgendwie die coolen Kids der Schule, haben halt... haben eine Crossmaschine gefahren, was halt überhaupt keinen Sinn gemacht hat, weil die eh nur immer auf der Straße unterwegs waren mit ihren Maschinen. Und dann hast du halt diese Racer auch schon gehabt. Boah, Vespa, glaube ich. Dann gab es auch eine kleine von Honda, eine Racer. Aber es hat mir nicht gefallen. Ein Kollege von mir hat eine gefahren, ich durfte auch mal damit fahren, weil da einfach so massiv Leaks in dem Teil. Das hat mir nicht gut, also nicht gut getan ist das falsche Wort, das hat mir einfach nicht gefallen bei den Racer-Maschinen. Ja, ja, genau, die Aprilia, das war das. Das waren so dieser Mittelstand-Kids, die einfach von den Eltern das Geld in den Arsch gepumpt bekommen haben. Die haben bei uns auch Aprilia gefahren. Ich bin für meine Maschine, habe ich Sommerjob gemacht. Ganzen Sommerferien hier im Chemiewerk gearbeitet. Aber nein, ich musste keine chemischen Fässer ausschrubben oder sowas. Ich habe im Montagebau da gearbeitet dann für die Wochen. Das war auch voll also das war vollkommen okay. Die haben richtig gut bezahlt für dafür, dass ich, sag ich mal, boah, wie alt war ich da? 17 war oder so? Ich habe leider erst sehr spät festgestellt, dass mein Vater von den Supervisor war und ich hätte mir alles erlauben können bei der Arbeit. Und ich habe mich da immer voll angestrengt. Gute Nacht, Dot. Aber irgendwann war ich so müde, weil da war immer um 6 Uhr Schichtanfang.
Beziehungsweise mein Vater war so einer, der ist halt um 6 Uhr ins Werk reingefahren. Und dann bin ich halt immer 5 Uhr aufgestanden oder musste um 5 Uhr aufstehen dafür. Voll nicht meine Zeit. Vor allem, wenn man den Tag vorher noch irgendwie gezockt hat. Und dann bin ich irgendwann, es gab eine Drehmaschine in so einem Nebenhaus, neben der Werkstatt, wo ich gearbeitet habe. Und ich war einen Tag so müde, da habe ich mich einfach in dieses Nebenhaus reingelegt, auf den Boden. Und habe da geschlafen, auf einer Spanplatte. Und das Geile war, ich wurde dabei erwischt, ne? Also ich wurde erwischt, wirklich jemand kam rein. Und man denkt dann so, ja, okay, jetzt kriegst du Ärger. Da hat er einfach gesagt, boah, tut mir leid. Entschuldigung, ich wusste nicht, dass einer hier schläft. Und ist wieder rausgegangen. Da habe ich mir gedacht, hä, hier stimmt da was nicht. Da ist das Gehirn. Ja, aber es war halt, weil mein Vater denen die Aufträge zugeteilt hatte immer mit. Also jetzt nicht, dass der die irgendwie begünstigt hatte durch mich oder sonst irgendwas. Aber deshalb durfte ich da eigentlich machen, was ich wollte, mehr oder weniger. Und dann habe ich auch die letzte Woche Lagerinventur gemacht früher, als Ferienjob. Bin ich zum Lageristen gekommen, ich weiß leider nicht mehr, wer er hieß, war ein super netter Typ. Und dann ging es los mit Schraubenzählen und sowas. Wo ich das nicht schlimm finde. Ich habe früher für meinen Onkel auch gearbeitet, schon recht früh, und habe Briefe kovertiert. Der hat immer so Werbesendungen gemacht für Firmen, die dann angeschrieben wurden, weil der, sag ich mal, Altersvorsorge unterwegs ist. Deshalb habe ich auch relativ viel Wissen wegen Altersvorsorge, Rentenvorsorge und sowas, weil ich halt in der Firma immer wieder von ihm gearbeitet habe und das ist halt so sein Ding, der brennt dafür und das nimmt so halt einfach mit, weil ich mich viel mit meinem Onkel unterhalten habe, immer. Und da haben wir da Briefe kovertiert, nach Stückzahl wurden wir bezahlt. Aber mein Onkel hat sich da verrechnet gehabt damals, ich habe irgendwie pro Brief kovertieren 5 Cent oder 10 Cent oder sowas bekommen. Und irgendwann war ich so schnell, da ich einen Stundenlohn hatte von 30 Euro, wenn ich wirklich Gas gegeben habe. Aber dafür muss es halt auch Briefe geben. Es war immer so phasenweise. Dann hat es plötzlich irgendwie 6000 Briefe zu Hause rumstehen zum Kovertieren. Und hast dir gedacht, ich kann nicht mehr. Es war ja noch die Zeit vor Netflix oder so. Da kann man sich nicht mehr gut ablenken. Höchstens mal einen Film auf dem Laptop geguckt nebenbei. Da habe ich irgendwann einen Kollegen noch mit da eingesponnen, weil ich gesagt habe, boah nee, ey, das sind so viele Briefe inzwischen. Auch wenn das gut bezahlt wird, ich kann nicht den ganzen Tag Briefe kovertieren. Aber ihr hört ja auch, dass sie bei der Post machen lassen können. Also er hat mir später gesagt, normalerweise die Post, er hat eigentlich das, was ich bekommen habe, berechnet auf Basis dem, was die Post nehmen würde. Für dieses, wenn sie sagen, also dass sie das Schreiben nehmen, das komplett konvertieren und auch abfertigen und halt frankieren. Und daran hat er sich orientiert, dass er dann sagt, okay, dann lasse ich das lieber von meinem Neffen machen, dann gebe ich wenigstens auch jemand Arbeit, anstatt dass das eine Maschine macht. Aber so ist der schon immer eingestellt gewesen. Guten Abend, Henning. Ich bin ein bisschen verwundert, ich habe noch keinen einzigen Teleporter gefunden. Schnellreisepunkt. Ja, aber stupide Arbeiten waren echt kein Ding für mich.
Was natürlich bin ich der Sohn von meinem Papa. Kalims Gehirn kennt Mephistos Schwäche. Legt es in den Horadrim-Würfel und fügt Kalims andere Relikte hinzu. Das Auge, das Herz und den Flegel. Ich habe keinen Flegel. Du Flegel. Schön, euch zu sehen. So, was sind das für Handschuhe? Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit. Top. Natürlich nicht. Behaltet euch trotzdem, weil ihr ein Set-Gegenstand seid. Und weil ich den Gürtel von euch habe. Couch Co-op in Diablo 2 remastered? I'm not sure, I don't think so. I think it's similar to the old version. Zauber ist aber bestimmt nur wenn ich auch Nahkampfangriff mache. Auf meine Zauber wird er keine Wirkung haben. Dankeschön, Philly. Ach, endlich unterstützt mich im Chat mal ein und beantwortet Fragen. Dann kann ich mich jetzt zurücklehnen und einfach nichts mehr machen. Keine Ahnung, warum ich die Sachen aufhebe. Ich bin heute nicht in Verkaufsstimmung. So, im Spinnenwald wäre schon ein Port gewesen. Habe ich nicht gefunden. Im großen Moor auch, im Schinder-Dschungel auch. Ich muss nochmal die Sachen ablaufen. But this isn't Diablo 3, and it's Diablo 2, and Diablo 2 is very close to the original Diablo 2. From the past, and the techniques in the past has no couch co-op. And I think that's the opinion, because why there's no couch co-op in this game? It would be too many changes. Von TDR-Fahrer zu TDR-Fahrer. Schön alle 1000 Kilometer Öl kaufen mit 16 Jahren ohne Kohle. War eine geile Zeit. Welche Farbe hatte deine? Meine war gelb-silber. Ich hatte die Rot-Silber-Variante. Aber schön, dass es noch andere gab, die gefahren hat. Auf mich wirkte die Maschine damals, als ich sie gekauft habe. Ich fand die schön. Ich habe mich in die verliebt beim ersten Sehen beim Händler. Aber alle anderen fanden die nicht so cool. Ganz merkwürdig. Danke fürs Folgen, Lady Ghoul. Und das mit dem Öl kaufen, ja, ist halt so gewesen. Immer schön Öl nachfüllen. Aber man muss dazu bedenken, ich konnte ja damals mit der Maschine noch für 1 Euro tanken.
Ich weiß, dass ich zu der Zeit für 1 Euro pro Liter getankt habe. Und die hat ja nicht viel gesüppelt. Eigentlich habe ich davor eine Honda gefahren, muss ich leider sagen. Das war aber die alte Maschine von meinem Bruder. Die habe ich so gesehen als meine erste Maschine mit 16 gefahren dann, um reinzukommen. War auch ganz gut so. Ich bin nämlich gefühlt 100 Mal gestürzt mit der Maschine, weil ich ja ganz Jahres gefahren bin und früher sehr viel... dann im Winter mal durch Glatteis und sowas und wie häufig ich bei uns die Hauptstraße lang geschlittert bin auf der Honda, steht irgendwo in den Sternen geschrieben. Es war schon echt häufig. Aber deshalb habe ich auch immer gesagt, man muss seine Motorradkleidung tragen. Und ich habe die immer getragen, wenn ich gefahren bin. Und wenn ich mich dann irgendwo umgezogen habe vor Ort, noch, dass ich aus der Motorradkluft rauskomme, aber wenn du über den Boden schlitterst in Motorradkleidung, dann kannst du darüber lachen. Aber so diese affigen Rollerfahrer, Entschuldigung, wenn ihr Roller gefahren habt, ihr wart bestimmt die coolen Kids on the street, die ich dann manchmal im Sommer habt nach Hause laufen sehen mit den zerrissenen Hosenbeinen und alles ist einfach voll blutig, habe ich mir gedacht, tja, hättest du mal eine Motorradhose angezogen, wären deine Beine jetzt für den ganzen Sommer nicht voller Narben. Vor allem, wenn du richtig Tempo drauf hast, ey, ziehst du jetzt die Haut runter bis zum Knochen. Egal, was für eine andere Hose du trägst, eine Jeans oder sonst irgendwas, alles Unsinn. Das wird alles zerfetzt vom Asphalt. Bald können wir Strom tanken, der sauteuer ist in Deutschland. Ja, und die Energiekonzerne schreien, oh, uns geht so schlecht. Wir wissen gar nicht, wohin mit dem ganzen Geld. Wir brauchen mehr Geld, damit wir wissen, ob wir einen Geldspeicher bauen können. Das ist eh das Geilste, ey. Hallöchen, mich stören diese unnötigen Verbrenner-Mini-Roller in den Innenstädten und die Leute nutzen die Teile auch noch. Ja, die kriegen das Geld. Ich kann dir sagen, das ist einfach der Atomausstieg in Deutschland. Der kostet uns einfach an allen Ecken was. Also ich finde auch nicht gut, Atomenergie ist einfach zu unsicher. Egal wie niedrig das Risiko ist. Du brauchst ja nur einen GAU. Das ist ja genau die Sache. Du brauchst nur einen GAU irgendwo in Deutschland und es sind einfach alle betroffen. Ich denke, er meint mit Verbrenner-Mini-Roller theoretisch die E-Scooter, die rumstehen. Da habe ich bis jetzt immer nur gesehen, dass die Leute damit Unsinn machen. Ich habe noch nie jemanden den E-Scooter normal benutzen sehen. In Düsseldorf zum Beispiel. Ja, mit Kohle und Öl machen wir lieber einen Super-GAU. Du verlagerst halt das Risiko nur. Das sind richtige Verbrenner. Und hallo, Wuhok. Also bei uns sind das E-Scooter.
und keine Verbrenner. Aber ich kann mich gerne, ich kann da gerne nachher mal gucken, ob solche Mini-Verbrenner irgendwie in den Städten genutzt werden.